Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu diesem neuen Wahlinformationsvideo. Ja, wir machen heute gemeinsam die Auswertung der Bauaufgabe Schmiede. Ihr hattet jetzt Zeit bis gestern Abend um 0 Uhr eure Stimme abzugeben. Leider haben sich nur zwei Community-Mitglieder ihre Stimme abgegeben. Einmal der Enrico und einmal der Kire. Der liebe Cedric und die Anni sind auch wieder von der Partie, wie ihr das ja bei uns so kennt. Hallo. Hallo. Genau. Der liebe Cedric und ich, wir werden jetzt gleich die Stimmen auswerten und die Anni wird die Punkte hier drüben in der Werbetafel bzw. in den Thron der Kandidaten dann ablegen in Form von Punkten, genau. Und ja, fangen wir einfach mal an. Cedric und ich, wir gehen vor. Los Cedric, geh du vor. Ich folge dir. Hey! So, hier ist erstmal ein neues Gebäude entstanden. Cedric, das kannst du mal kurz vorstellen. Genau, das ist die Herberge zu Wattungen. Hier ist Rezeption. Da ist sogar schon ein Wirt drin. Ein Arbeitsloser, ha. Ein Arbeitsloser, der hat hier Job gefunden. Hier kann man sich hinsetzen und warten. Auch sehr lustig. Ja. Hier geht's zu den Zimmern hoch. Genau, die Zucht zu dem Zimmer, das können wir euch dann mal alles noch im Nachhinein vorstellen. Genau, und hier hinten wurde die Wahl abgeschlossen. Genau, also hier hinten die Wahlurne ist hier gewählt. Der komplette Server hat abgestimmt, stimmberechtigt waren, wie ihr hier seht, natürlich der Cedric, die Anni, der Ansgar, der Pascal Stahlachs, der Pascal Scherch sowie der JJ spielt und natürlich auch ich. Zusätzlich halt, wie wir gesagt hatten, die 5 Leute aus der Community, leider haben das nur 2 getan. Das waren der Kire 426 unter meinem Video, sowie Cedric, ja? Der Enrico unter meinem Video. Genau, so war's. Genau. Ja, wir werten das jetzt gemeinsam aus und deswegen machen wir das Ganze jetzt nochmal. Cedric, geh du vor, du hast das Ganze gebaut. Geheimgang, ja. Einmal da rein. So, dann nimm du dir mal 4 Bücher. Ich nehme mir 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Gut, dann gehen wir mal rüber wieder zu der Anni. Mhm. Ja, mein Lieber, ich denke mal, ihr seid schon sicherlich gespannt, wer diese Bauaufgabe gewonnen hat. Das Ganze ist anonym gehalten worden. Wir sagen natürlich euch jetzt, wer 1, 2 und 3 ist. Die erste Schmiede mit der Nummer 1 gehört dem Center 86. Das war die Schmiede im nordischen Stil mit dem Heudach. Welche dann, Cedric, die Nummer 2 war? Die Nummer 2 war der Paul Grieshammer. Genau, und Anni, die Nummer 3 war welche Schmiede von welchem Kandidaten? Vom Tobias Dissel. Genau. Ihr konntet jetzt eure Stimme abgeben und jetzt werten wir das Ganze aus. Du kannst also schon mal eine Stimme für die Nummer 1 geben. Dann kannst du noch eine Stimme für die Nummer 1 geben. Das war nicht, dann waren das die beiden Stimmen, einmal von Kire und einmal für den vom Enrico. Genau. Die hatten zweimal für die 1 getippt. Also für den Senderus 86. So, dann fang du mal an, Cedric, und lese mal deine Wahlzettel vor, die du in der Hand hast. Bürgermeister 17 zu Delfbach mit der Nummer 1. Eine weitere Stimme für die Nummer 1. So, legen wir das mal hier oben hin. Der zweite Wahlzettel hat auch für die Nummer 1 getippt. Der dritte auch für die Nummer 1. Und der letzte auch für die Nummer 1. Alles klar. Das ist schon mal sehr eindeutig. Jetzt schauen wir mal, was ich hier habe. Bürgermeisterwahl 2017 zu Denfbach. Bitte stimmen Sie ab. Ich habe hier einmal die Nummer 1. Entschuldigung. Der Wahlzettel verschwindet. Dann der zweite Wahlzettel, Bürgermeisterwahl 2017 zu Denfbach. Bitte stimmen Sie ab. Habe ich auch einmal die Nummer 1.
So, und der letzte Wahlzettel, ebenso die Nummer 1. Okay, ja. Da ist das ziemlich eindeutig. Das ist eine sehr eindeutige Angelegenheit. Wir haben dann insgesamt 9 Stimmen für die Nummer 1. Das heißt, lieber Senterus, du hast die Bauaufgabe eindeutig zu 100% für dich entscheiden können. Herzlichen Glückwunsch von uns. Genau. Das heißt, du hast jetzt insgesamt schon mal 9 Punkte. Du hast an allen Aufgaben dich beteiligt, 9 Punkte. Das ist eine super Auswertung für dich. Ja, genau. Jetzt haben wir natürlich dann noch eine nächste Bau- und noch eine nächste Aufgabe. Die nächste Bauaufgabe. Ja, eine Bauaufgabe, das war ein Versprecher. Nee, jetzt kommt noch eine Aufgabe. Die stellen wir euch dann in dem nächsten Video vor, das dann am Sonntag erscheinen wird. Oder, Cedric? So hatten wir das doch geplant. Jo. Gut, dann, Freunde, würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt von uns. Das war die Auswertung soweit. Ihr wisst Bescheid, wer gewonnen hat. Genau, macht's gut. Ich bin raus, euer Sonnenschein. Und ja, das letzte Wort gehört den beiden. Tschüss, bis später. Und schaltet am Sonntag wieder ein.